Ich heiße Eva Willig und sitze am Dienstag am Notruftelefon der Kampagne gegen Zwangsumzüge. Uns gibt es schon über 5 Jahre. Gut. Und wir beraten Menschen telefonisch, wenn sie vom Jobcenter eine Aufforderung bekommen haben, die Kosten der Unterkunft zu senken. In Berlin herrscht Wohnungsnotstand und Wohnen ist Menschenrecht. Und wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir außer dem Titel Hauptstadt der Armen auch noch den Titel Hauptstadt der Wohnungslosen einheimsen. Das waren wir auch schon mal. Vor 20 Jahren, als im 2+4-Vertrag die Menschen vergessen wurden, die in der DDR Hauptstadtverbot hatten. Nachdem die letzte Sitzung des Abgeordnetenhauses vor 2 Tagen gelaufen ist, steht fest, dass es für leistungsberechtigte Grundsicherungsbezieher auch weiterhin keine verbindlichen Werte, Richtwerte für die Mieten gibt. Seit einem Jahr herrscht Richterrecht. Nachdem das Landessozialgericht die AV Wohnen kassiert hatte. Ab 1. April 2011 schreibt der Gesetzgeber vor, welchen Anforderungen die Mietfestlegungen für Arme genügen müssen. Doch der Senat hat nichts unternommen, um das Gesetz umzusetzen. Die mit der letzten Hartz-IV-D-Form verordnete Satzungsermächtigung wird erst vom neuen Senat kommen. Uns schwant nichts Gutes. Denn weder SPD noch die Linke wollen sich an das Gesetz halten, sondern bedienen einen imaginären Haushaltsnotstand. Letzte Woche ist bekannt geworden, dass die SPD bei Singles die Richtwerte gegenüber vorher sogar absenken will. Die Linke will sie zwar geringfügig erhöhen, aber was aus den bisherigen Ausnahmekriterien werden wird, steht in den Sternen. Die Grünen überbieten das noch mit Mietpauschalen im Kontext ihrer Grundsicherungsdebatte und CDU und FDP mit der Negativsteuer. Sollte sich die unsoziale SPD durchsetzen, wird das bedeuten, dass auf einen Schlag mindestens 20.000 weitere Verharzte die Aufforderung zur Senkung der Kosten der Unterkunft bekämen. 20.000. Mal abgesehen von der Leerstandslüge ist für mich der größte Skandal, der durch veröffentlichte Zahlen des Sozialsenats jetzt bekannt geworden ist, dass fast 10% aller Bedarfsgemeinschaften bereits jetzt schon sich die Mietanteile, die die Jobcenter ihnen nicht gewähren, vom Munde absparen. Okay. Um nicht umziehen zu müssen. Schon jetzt sind 35.000 Bedarfsgemeinschaften. Das entspricht einer deutschen Kleinstadt. Und die sind natürlich nicht alle deutsch, Gott sei Dank. Gezwungen auf Pump oder in noch weiter verschärfter Armut als vorher zu leben, um ihre Wohnung zu behalten. Denn die Jobcenter benutzen nach wie vor die rechtswidrige AV Wohnen und Beratungsstellen sind Mangelware. Wir sind heute hier, damit noch was zum Leben bleibt. Das Gesetz der leidenden Ursula sieht vor, dass die soziale Mischung erhalten bleiben soll und dass das Wohnen komplett kommunalisiert werden soll. Den Senat und die Parteien schert dieses Gesetz nicht, denn sonst hätten sie längst angefangen, in den Bezirken Leerstand zu evaluieren, Mieten und verschiedene Lagen nach Kiezen getrennt zu erfassen und Richtwerte zu ermitteln, die in Zehlendorf anders aussehen werden als in Lichtenberg. Wir werden noch lange im rechtsfreien Raum sein müssen,
Wohnen ist Menschenrecht und nicht Jongliermasse der Profitgeier. Holen wir uns die Stadt zurück! Yeah.